In diesem Video geht es um Hinweise und Tipps, wie Salze und Elemente mit dem in Chemotion integrierten Struktureditor dargestellt werden können. Bei der Darstellung von Salzen ist es manchmal sinnvoll, eine ionische Schreibweise zu verwenden. Liegen mehr als eine Äquivalente einer Ionensorte vor, so muss diese auch dementsprechend mehrfach gezeichnet werden, zum Beispiel beim Natriumsulfat. Im Folgenden soll anhand von Natriumsulfat die Darstellung von Salzen gezeigt werden. Die Cleanup-Funktion kann verwendet werden, um die gezeichnete Struktur zu zentrieren und geordnet auszurichten. Nach Fertigstellung der chemischen Verbindung sollte das Speichern nicht vergessen werden. Wie zu sehen ist, tritt an dieser Stelle eine Alert-Meldung auf. Eine solche Fehlermeldung kann bei der Konvertierung der Struktur aus Catcher in den Inchi-Code auftreten. Bei korrekter Zeichnung der chemischen Verbindungen im Struktureditor, das heißt der Bindungsarten, Valenzen und so weiter, kann diese Fehlermeldung ignoriert werden. Daher wird die Meldung Alert an dieser Stelle weggeklickt. Um mehrfache Ladungen anzubringen, kann das gewählte Atom mehrfach mit dem Ladungstool angeklickt werden. Hier soll das Oxidanion als Beispiel dienen. Zur Bearbeitung der Atomeigenschaften im Struktureditor muss das spezifische Atom mit Doppelklick ausgewählt werden, woraufhin das Atom Properties Fenster im Editor erscheint. Soll beispielsweise elementares Natrium gezeichnet werden, wird beim Auswählen von Natrium im Periodensystem automatisch Natriumhydrid mit einer Valenz von +1 für das Natrium gezeichnet. Im Atom Properties Fenster kann die Valenz auf 0 gesetzt werden, wodurch elementares Natrium dargestellt wird. Thank you.